kenne mich leider null aus, Alter. Nee, nee. Das tut mir echt leid. Das muss so. Da kann ich dir leider keine Tipps geben. Obwohl ich natürlich schon mit vielen Leuten gearbeitet habe, aber irgendwie... Ja, ist doch alles nicht so einfach. Ja, eigentlich hatten wir uns ja gefreut so im Tattoo-Studio, weil ich und Basti wollten ja auch mal was zusammen machen. Ja. Tattoo-mäßig, ne? Ja, voll. Aber jetzt machen sie wieder alles dicht und... Das ist zum Kotzen, ja, Alter. Ist, das ist richtig zum Kotzen. 5 Wochen gearbeitet und jetzt wieder dicht. Ja. Wahrscheinlich bis Ende Juni, ne? Ich höre mit meiner Freundin immer italienischen Schlager. Italienischen Schlager? Ja, wie kommt das denn? Ich weiß nicht. Sie war viel in Italien immer im Urlaub und ich finde die Mucke auch geil. Und echt? Krass. Ja, ich höre mit meiner immer griechisch. Ja, weil sie ist ja Griechin. Ja, ja, genau. So, genau. Und ich passe mich dann halt auch an. Ne? Ja, klar, natürlich. Ja, Mann, italienischer Schlager ist geil. Ja, habe ich noch nie gehört. Höre ich mir, um ehrlich zu sein, lieber an als deutschen Rap, Alter. Ja, gut. Diese Käfermucke, ich kann mich halt damit, jeder soll machen, was er will, aber ich kann mich damit nicht identifizieren. Ne? Ja, ist nicht meins. Ich weiß schon. Ich weiß ja selber. Ja. Ich kann mich damit auch null identifizieren, generell mit diesem ganzen Drogenrap. Ja. Aber ja, es hat ja überhand genommen jetzt. Ja, das Ding ist, keine Ahnung, Alter, was mit den Leuten los ist, aber anscheinend, ich glaube halt einfach, also meine Meinung ist, wenn du halt, also wenn du wirklich weißt, was Drogen machen und auch siehst bei anderen, was die gemacht haben, mit was daraus entsteht, das Resultat, dann glorifizierst du es halt einfach nicht. Ne? Ja. Das ist auch genauso wie mit Straße. Ne? Also wenn du weißt, wie die Straße ist, was da für Menschen auf der Straße sind, und zwar zu 90% richtige ehrenlose Hurensöhne, Ratten, richtige Ratten, dann machst du auch, dann redest du vielleicht von Straße, aber du glorifizierst es nicht und sagst, yo, kommt hier und ich verkaufe euch dies und ich mach das. Ja. Weil du bist eh eine Fotze, so weißt du? Du, ja, dann verkaufst du was, aber im nächsten Moment stichst du dem sowieso in den Rücken, so weißt du? Ja. Also ich habe die Leute, die ich kennengelernt habe, leider, ich habe auch gute Leute kennengelernt, früher. Ich halte mich auch nicht auf der Straße auf, weil wie gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Das sind meistens nur Ratten für mich. Ich kenne viele Leute von der Straße und die ich in meinem Kreis habe, die sind, für mich sind die halt cool, die haben noch Werte, aber der Rest ist halt immer nur, du kennst das, Bruder, Walla, ich mache dies, ich schicke dir das und dann am nächsten Tag kommen sie und machen so, weißt du, und ziehen dich ab und ficken dich mit 5 Jungs und so. Es ist halt immer so, ich kann damit nichts anfangen, ich finde das, also, ja, ist meine persönliche Erfahrung. Ja, ist so. Muss jeder selber wissen. Ja, oft genug mit, ne? Ja, muss er. So, ja. Wenn die dann irgendwie sitzen oder so und dann quatscht doch der eine, einer wird immer reden. Ja. Meistens so. Das Ding ist, ich glaube, du kannst jeden brechen, nur bei einem dauert es länger, bei dem anderen halt nicht, weißt du? Also klar, der eine fängt an zu reden, wenn du ihm irgendwie, oder ich beschreibe es mal so. Bisschen Straffreiheit oder Strafminderung. Ja, na klar. So, anstatt jetzt 15 Jahre sitzt du halt nur 8. Ja. Ja. Aber was machst du, wenn dich 5 Jungs in den Keller verließ einsperren, dich an den Stuhl binden und dir dann nach und nach Körperteile abschneiden? So, was machst du denn dann so? Was machst du denn dann? Ja, aber so und dir dann noch Bilder von deiner Tochter zeigen. Was machst du dann so, weißt du? Aber so tief sind die meisten gar nicht drin. Das stimmt, ja. So tief stimmt. Kommen die gar nicht. Ja. Die haben doch durch diese Kryptofonds und so, haben die doch da in Holland diese Container gefunden, wo die alles mit Plan ausgelegt hatten und Ärztestühle reingebaut haben. Da gibt es auch eine Doku von, ja, um die Leute zu foltern. Ja, da gibt es eine Doku von. Das ist Mafia. Ja, das ist Gangster. Ja, ja. Da kamen, glaube ich, auch welche aus, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, Bolivien, Kolumbien, Paraguay, keine Ahnung. Genau, ich habe da auch eine Doku mal drüber gesehen. Ja, gut. Ey, klar, Holland ist natürlich auch, darf man nicht übel vergessen, ne? Da kommt natürlich auch viel mit den Schiffen an und so, das hast du in Hamburg genauso. Ja. Da kann man viel machen. Da müssen aber auch immer Leute, das sage ich auch immer wieder, da müssen immer Leute vom... Mafia ist nichts anderes als, du hast Leute überall. Bei der Polizei, beim Finanzamt, bei dem Amt hier. Du hast Leute eingeweiht und jeder verdient mit. Auch der Staat. Jeder verdient mit. So ist es einfach so, ne? Das ist richtig heftig. Aber meine Musik handelt nicht von sowas. Also das war auch nie mein Ziel. Ne? Das macht ja auch jeder für sich so, aber das war nie mein Ziel, dass ich den Leuten erzähle, so, yo, ihr müsst jetzt irgendwie... keine Ahnung, am Hamburger Hafen das Age aus Afghanistan irgendwie müsste da involviert sein, um richtig Patte zu machen, so weißt du, weil das endet sowieso tot oder im Knast. Ja. Also, das ist wirklich so. Also ich kenne niemanden, der das macht, der noch nicht drin war oder noch nicht irgendwie wirklich bedroht wurde oder eine Schussverletzung hat oder eine Stichverletzung hat. Du wirst das nicht überleben. Du kannst das ein paar Jahre machen, aber du wirst es nicht überleben, safe nicht. So, also... Keine Ahnung, meistens. Überlegt euch, ich sag, ey, wenn, guck mal, es gibt so viele Leute auf der Straße, die haben Potenzial, ne? Jetzt vergiss mal die ganzen Laberköpfe und Hurensöhne, aber es gibt viele Leute, die haben Geschäfts,
sind, die haben Potenzial, was auf die Beine zu stellen, die sollen das mal legal nutzen. Ja. Nutz ja, die das, ganze Energie einfach, ey. Ja, nutzt das legal, Alter, wirklich. Macht ein legales Geschäft auf. Egal, ob ihr ein scheiß Teppichgeschäft aufmacht oder ein Imbiss oder so. So. Und dann kann man halt gucken, dann kannst du dich von da aus hochangeln und kannst immer weitermachen. Kannst vielleicht ein anderes Geschäft aufmachen, kannst die ganze Straße irgendwann übernehmen. Weißt du, mit legalen Geschäften, na klar, du zahlst 50% an den scheiß Staat ab, aber dafür kannst du ruhig schlafen, so, weißt du, und so halt. Und kannst da trotzdem irgendwie vernünftig leben. Einigermaßen zumindest. Ne, wir sind immer noch in Deutschland so, das ist hier, klar haben wir auch unsere Scheißgesetze und das gibt's überall, aber du, im Endeffekt, wenn du in Deutschland bist, Alter, du musst eigentlich nicht auf der Straße leben. So. Wenn du es dir nicht aussuchst, musst du nicht auf der Straße leben. Du kannst zum Arbeitsamt rennen, Alter. Du kriegst ein bisschen Unterstützung. Klar, es ist nicht viel, aber du kriegst ein bisschen was. Du musst dich dann auch bewerben. Ja, du musst deinen Arsch hochkriegen. Du musst dann noch arbeiten gehen oder Maßnahmen mitmachen. Aber theoretisch gesehen haben wir es hier noch ein bisschen besser als viele andere Länder. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Also, wir beschweren uns immer. Ich bin auch jemand, der immer, aber nein, so... Ganz ehrlich, ich war auch in anderen Ländern und boah, Alter, keine Ahnung. Ja. Ist alles ein bisschen anders, ne, sag ich mal. In Amerika bist du eh gefickt, wenn du einen Unfall hast, Alter. Ja, bist du auf der Straße, fertig. Ja, das ist schon krass, Alter. Da ist nichts mit Wie oft habe ich Leute schon gehabt, da gerade aus der Hardcore-Punk-Szene, die hatten dann irgendwie eine OP, einen Unfall, wie auch immer, und dann mussten die irgendwie, kam dann so ein GoFundMe-Link und dann haben die irgendwie $30,000 mussten die irgendwie reinkriegen, weißt du? So, ja. Abgefuckt, Alter. Richtig abgefuckt. Ja, das brauchst du hier nicht. Würde ich mal sagen, wir fahren jetzt mal schön über Orange, ganz gepflegt. Ja, kann sein. Film mal ganz kurz hier hin. Hier ist so ein Foto entstanden, genau hier vor diesem Teil hier. Hier von dem Ding, oder? Ja, ja, da ist mal ein Foto entstanden. Da war mal ein polnischer Kollege von mir, der macht auch Musik, Adrian. Der kam hierher und wir haben hier ganz schnell ein Video gedreht, innerhalb von 2 Stunden. Haben wir ein Video zu Tristesse gedreht, Alter. Und da haben wir noch ein geiles Foto gemacht. Da ist mein Hund Carlos auch mit drauf. Da kommt immer noch nur hier. Orange, hier, heute ist Orangetag. Können wir ein bisschen Karate auch vormachen, so? Geile B-Roll wäre, wie du in so einem schönen Oma-Café sitzt mit einem Teechen. Oh ja, so. Oder? Darf es noch mehr sein? Die Ute. Die Ute. Fährt auch immer so Auto. Ja? Hier ist eigentlich ganz geil. Ja. Oh, können wir mal auf Kamera gucken, wie das aussieht. Schon nice.